Wir surfen nun über eine deutsche IP und wollen uns mal anschauen, ob wir auch über Wilma auf Privatsender zugreifen können. Dazu klicken wir hier auf Wilma schauen. Nun erhalten wir die Meldung, dass Wilma nur aus der Schweiz verfügbar ist. Ich wechsle also nun in meinen RVPN-Client und verbinde mich hier mit einem Schweizer Server. Nun bin ich verbunden und lade die Seite einfach neu. Nun kann ich mich mit meinem Account einloggen, den kann ich anlegen, dazu ist nur eine E-Mail notwendig und kann direkt fortsetzen und der Wilma Player startet. Auf der rechten Seite kann ich mir die Sender raussuchen, die ich anschauen möchte.